Das Harley-Davidson- und Bikertreffen in Bad Hall hat eine langjährige Tradition und ist eine Legende unter den Bikern. Auch dieses Jahr am Nachmittag des 1. Mai fuhren geschätzte 1500 Biker mit ihren Schmuckstücken von Steyr kommend am Bad Haller Hauptplatz ein. Wie ein Schleier legte sich der Duft von Gummi und Benzin über die Zuseher, die an diesem einzigartigen Schauspiel sichtlich ihre Freude hatten. Denn der dröhnende Sound schwerer Motoren ließ den altehrwürdigen Hauptplatz förmlich erbeben. Blitzendes Chrom, akribisch gestaltete Bikes mit stylischen Details, die jede Maschine in ein unverwechselbares Unikat verwandeln. Dazu tausende disziplinierte Fahrer in teils abenteuerlichem Outfit. Das sind die Besonderheiten, zu denen jedes Jahr die Fans der Bikerszene in die Kurstadt pilgern. Es ist der reine Wahnsinn, was sich hier abspielt. Es ist sensationell. So viele Biker, so viele heiße Eisen. Ja, Bad Hall heißt Sie alle herzlich willkommen und ich hoffe, es fühlen Sie alle wohl. Ja. Bei uns wird einfach für jeden Geschmack etwas geboten. Und heute sind wieder die Harley-Fahrer zu Gast in unserem schönen Kurort. Und wie jedes Jahr spielte auch heuer das Wetter wieder bestens mit. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen konnten tausende Besucher diese außergewöhnliche Veranstaltung miterleben. Für die Veranstalter, die Iron City Biker und die Stadtgemeinde ist das Harley-Davidson- und Bikertreffen in der Kurstadt jedes Jahr eine neue Herausforderung. Möglich macht dies nur die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadtgemeinde, den Mitarbeitern des Bauhofes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Exekutive. Die Band The Times Reloaded sorgte am Hauptplatz für die richtige Stimmung. Mit knackigem Rock'n'Roll und bekannten Oldies spielten sich Rupert Hager, Reinhold Hörschlager, Walter Beer, Rudolf Klinger und Erwin Gattermann in die Herzen der Besucher. Manche Gäste ließen es sich nicht nehmen und legten zu den heißen Rhythmen eine flotte Sohle auf den Asphalt. Es ist einfach dieses Easy Rider-Feeling. Glad to see you, ladies and gentlemen. Mit dabei auch das Biker-Urgestein Fetzi. Mit markigen Sprüchen rund um die Harley-Biker-Fangemeinde begeisterte er wie jedes Jahr seine Fans. Gut vorbereitet auf das jährliche Großereignis hatte sich die Gastronomie der Kurstadt. Die gemütlichen Gastgärten luden zum Relaxen und Verweilen ein. Diese Gelegenheit wurde von Bikern und Gästen gerne angenommen. Den Reinerlös dieses Festes spenden die Veranstalter schon seit Jahren immer wieder für wohltätige Zwecke. Diesmal für den Pink Ribbon Lauf in Bad Hall. Danke vielmals. Bad Hall, da helfen wir zusammen. Da tun wir gemeinsam was für den Ort. Tausende edle Motorräder, begeisterte Biker, zufriedene Gäste. Das war das diesjährige Harley-Davidson- und Bikertreffen. Fahrer und Gäste freuen sich schon auf nächstes Jahr. Dann gibt es erneut ein Wiedersehen am 1. Mai in Bad Hall.